Anna Jansson, Puppenblut, ein Kommissar Bark-Krimi. Gelesen von Achim Buch, Julia Nachtmann und Anne Moll. Produktion der Audioverlag. Prolog. Örebro, Freitag, den 20. Januar 1967. Nach einem stürmischen Herbst mit Orkanwinden. Legte sich der Winter wie eine sanfte Decke über Örebro. Die Hinderschmessern, im 14. Jahrhundert eine Messe der Bergleute für den Verkauf von Eisenwaren und heute eine fröhliche Januarkirmes, war in vollem Gang. Der Markt mit seinen Karamelläpfeln, handgezogenen Kerzen, selbstgestrickten Handschuhen und gebrannten Mandeln, der Händler und Besucher von nah und fern angelockt hatte, leuchtete wie ein Feuer im Winterdunkel. Ein Mann mit Bart predigte über den Segen einer Wurst mit himmlischem Geschmack und verfluchte den Schnee, der in großen weißen Flocken über die Marktstände zu fallen begonnen hatte. Das Thermometer zeigte drei Grad Minus und es herrschte eine raue Kälte. Seit einer Stunde war es dunkel, doch die Straßenlaternen brannten und noch wurde an den Marktständen fröhlich verkauft. Auf dem Fluss Swathorn trieben glitzernd zerbrochene Eisschollen zum Schloss hinunter. Ein junges Paar, das gerade Ringe getauscht und sein Verlobungsessen im Restaurant Freimaurerloge genossen hatte, schlenderte vom Blickholmen her eng umschlungen über die Brücke. Munter plaudernd kamen sie an dem Die Burg genannten mächtigen Gebäude im neugotischen Stil vorbei, wo das Lokalblatt Nerikis Alahanda untergebracht war, als die Frau plötzlich innehielt und auf etwas im Wasser deutete. Ein Mensch! Es sieht aus, als wäre da eine Frau im Fluss! rief sie und packte ihren Verlobten fest am Arm. Kein Zweifel. Im dunklen Wasser zwischen den glitzernden Eisschollen trieb eine Frau. Das helle Haar und das bleiche Gesicht wurden vom Schein der Straßenlaternen eingefangen. Doch die Frau verschwand wieder, um dann etwas weiter hinten erneut aufzutauchen. Ich sehe sie, rief der Verlobte und begann zu rennen. Trotz der Eiseskälte stürzte er sich mutig ins Wasser, um die Frau zu retten, während seine Verlobte um Hilfe rief. Jemand hörte sie, begriff den Ernst der Lage und eilte ins Zeitungsgebäude, um einen Krankenwagen zu rufen. Verzweifelt stand die Verlobte auf der Brücke und schrie vor Entsetzen: Rette dich selbst, Karl, du erfrierst doch, du darfst nicht sterben! Eine Menschentraube bildete sich. Jemand lief zur anderen Seite des Flusses hinüber und versuchte vergeblich, das Rettungsboot loszumachen, das an einem Baum verteut lag. Dort lag auch ein Rettungsring, den man nun dem Mann zuwarf, der im Wasser zwischen den Eischollen ums Überleben kämpfte. Als einige Minuten später die Sanitäter eintrafen, hatte der Mann die Frau auf rätselhafte Weise aus dem Fluss herausgezogen, kurz bevor sie in die Dunkelheit unter der großen Brücke getrieben wäre. Steif gefroren, mit klappernden Zähnen und blauen Lippen wurde er zum wartenden Krankenwagen geführt. Die Frau aus dem Fluss blieb am Ufer liegen. Sie war nicht mehr zu retten, wurde in einen Leichensack gehoben und später weggebracht. Für die schwedische Polizei hatte das Jahr 1967 schlecht begonnen. Elf Tage zuvor waren zwei Polizisten und ein Wachmann erschossen worden, als sie drei Männer bei einem Einbruch in der Stadt Handen südlich von Stockholm überraschten. Jetzt war auch in Örebro offensichtlich ein Mord geschehen. Nach der Obduktion stand fest, dass die Frau schon tot gewesen war, ehe sie im Wasser landete, denn sie hatte eine tödliche Verletzung am Hinterkopf. Mit Hilfe einer Zahnkarte konnte man feststellen, dass es sich bei der Toten um die 43-jährige Mari Bilbro handelte, die am selben Tag von einem Arzt in Westermark, der Anstalt für Geistesgestörte, vermisst gemeldet worden war. Dort war die Frau ihr ganzes Erwachsenenleben lang eingesperrt gewesen, weil man davon ausging, dass sie nicht in der Lage war, in der Gesellschaft zu leben, ohne sexuell ausgenutzt zu werden. Sie gehörte damit zu den sexuell unzuverlässigen. Und damit sich diese schlechten Gene nicht verbreiten und den schwedischen Volksstamm belasten würden, war sie, wie in solchen Fällen üblich, sterilisiert worden. Höchst unglücklicherweise hatte man ihr Freigang gewährt. Die Anstalt Vestramark war 1931 in der Zeit der Rassenideologie ins Leben gerufen worden, als man geistig minder bemittelte und als nicht straffähig eingestufte Menschen, asoziale, Epileptiker, und sexuell unzuverlässige Frauen als eine Gefahr für die Gesellschaft betrachtete. Frauen aus ganz Schweden wurden hier auf unbestimmte Zeit eingesperrt, bekamen Eheverbot und wurden gezwungen, ihrer Sterilisierung zuzustimmen. In späteren Jahren war das Regelwerk gelockert worden, eine zweischneidige Angelegenheit. Marie war mehrmals geflohen. Dieser letzte Versuch hatte sie das Leben gekostet. Polizei Örebro, Montag, den 26. November 2018. Ich bin mit dem Tod bedroht worden, empörte sich Eva Kühlitz, als sie sich Christopher Bark am Tisch in dem Verhörraum, den er gebucht hatte, gegenübersetzte. Sie hatte rote Flecken auf Gesicht und Hals, und die grün und Bernsteinfarben milierten Augen wirkten ganz dunkel in der grauen Umgebung. Ein Kollege hatte die Anzeige aufgenommen, und Bark, der den Fall nun übernehmen sollte, hörte sich ihre Geschichte aufmerksam an. »Ich weigere mich, zur Arbeit zu gehen. Ich halte das nicht mehr aus.« Christopher Bark versuchte, sich ein Bild von der Frau zu machen, die er vor sich hatte. Sie war ängstlich und empört. Wahrscheinlich war Eva Kühlitz, wie er, um die fünfzig Jahre alt. Sie trug einen gut geschnittenen Blazer, dazu weiße Bluse und Rock, war diskret geschminkt und auf elegante Weise mollig. Das braune Haar durchzogen Strähnchen, und die Lesebrille mit Straßperlen saß ihr wie ein Diadem im Haar. Soweit er verstanden hatte, war sie eine erfahrene Sachbearbeiterin bei der Krankenkasse. Doch jetzt war das Maß offensichtlich voll. Sie war mit dem Tode bedroht worden, und sie nahm die Drohung ernst. Tja, ich finde nicht, dass ich das akzeptieren muss, oder? Ich muss meine Arbeit nach den entsprechenden Gesetzen und Direktiven erledigen, auch wenn das bedeutet, dass kranke Menschen aus dem Krankengeldstatus herausfallen und in Armut und Elend landen. Die Politiker verstecken sich feige hinter Leuten wie mir, und wir müssen dann die Henker spielen, um die Krankenzahlen runterzubringen, die sie selbst erzeugt haben, indem sie die Möglichkeiten zur Rehabilitierung verschlechtert haben. Ich muss Menschen sagen, dass sie arbeitsfähig sind, obwohl ich sehr gut weiß, dass sie einen normalen Job nicht schaffen können. Und die sogenannten Jobs, auf die wir sie hinweisen, die weder physische noch psychische Anstrengung erfordern, existieren natürlich nicht. Aber das ist nicht meine Schuld. Ich versuche den Versicherten zu helfen, damit sie das Geld bekommen, auf das sie ein Anrecht haben. Und ich verweigere es denen, die aus dem Regelwerk herausfallen. Da geht es um Gerechtigkeit. Und jetzt bin ich an einen richtig Verrückten geraten. Zum ersten Mal in all den Jahren habe ich wirklich Angst. Ich weiß nicht, wer es ist, aber jemand droht mich zu töten und ich möchte ihn anzeigen. Was kann die Polizei da machen? Ich äh, muss Sie erst einmal bitten, mir zu erzählen, was passiert ist. So detailliert wie möglich und in der Reihenfolge, wie es Ihnen passt. Ich höre zu. Eva külitz biss die Kiefer aufeinander, fixierte mit dem Blick einen Punkt an der Wand über Bark, und starrte diesen an als könne sie die szene vor sich sehen der teufel hat sich über meine katze hergemacht sie schluckte schwer hat sie verstümmelt so daß ich mit ihr zum tierarzt fahren und sie einschläfern lassen musste. ich weiß nicht wer einem tier etwas so ekelhaftes antun kann evas stimme brach und ihr stiegen tränen in die augen wann ist das passiert fragte bark vorsichtig und reichte ihr ein Päckchen Taschentücher. Am Samstagabend. Ich war im Brunsparken zum Tanzen, so wie jeden Samstag. Es spielte Jannis, und an der Kasse gab es eine lange Schlange. Weil das schneller ging, habe ich meinen Mantel nicht an der Garderobe abgegeben, sondern ihn ganz hinten aufgehängt, wo es nichts kostet. Eva Külitz wischte sich die Tränen ab, die ihr über die Wangen liefen. Ich war spät dran, und wie immer waren ziemlich viele Leute dort. Nachdem ich bezahlt hatte, ging ich sofort runter zur Tanzfläche. Es gibt immer einen Überschuss an Frauen und wenn man einen Mann zum Tanzen abbekommen will, dann muss man auf die Tanzfläche gehen und direkt nach einem Lied jemanden auffordern. Ich habe meinen guten Freund Lars aufgefordert, habe den ganzen Abend getanzt und bin bis zum letzten Stück geblieben. Als ich schließlich meinen Mantel geholt habe, war direkt über der einen Tasche ein großer brauner Fleck. Ich habe nachgesehen und da, da lagen... Die Pfote meiner Katze und eine Nachricht. Mir war sofort klar, dass es Tessans Pfote war, denn sie hatte einen weißen Fleck auf jeder Tatze. Ich habe laut angefangen zu schreien und gedacht, ich würde in Ohnmacht fallen. Lars hat mir geholfen, nach Hause zu kommen. Tessan war eine Draußenkatze und am nächsten Tag hat Lars mit mir die ganze Umgebung bis hin zum Wasserturm Swampen abgesucht. Wir haben Tessan in einem Busch gefunden, voller Blut. Ich musste Sie zum Tierarzt bringen und einschläfern lassen. Wie. Wie kann ein Mensch nur so böse sein? Darauf hatte Christopher Bark keine Antwort. Was stand in der Nachricht? Eva holte einen fleckigen und zerknitterten Zettel heraus, entfaltete ihn und legte ihn auf den Tisch. Die dunkelbraunen Partien, die zum Teil den Text verfärbten, konnten Blut sein. Er las. Eine letzte Warnung. Wenn du weiter in Angelegenheiten herumschnüffelst, die dich nichts angehen, dann wirst du sterben. Der Text war ordentlich und von Hand geschrieben, grammatikalisch korrekt und ohne Fehler. Das Papier sah aus, als wäre es aus einem Spiralblock mit Rändern gerissen worden. Ich verstehe, dass die Frage etwas absurd klingt, aber haben Sie die Pfote noch? Nein. Ich habe sie zusammen mit Tessa beim Tierarzt gelassen. Ich dachte, Sie könnten sie vielleicht annähen. Eine Katze hat ja neun Leben, aber Sie konnten nichts mehr tun, außer meine geliebte Katze zu töten. Ich bin so traurig, so schrecklich traurig. Sie war eine so schöne Katze, so klug und gesellig. Haben Sie schon häufiger Drohungen oder etwas Ähnliches erhalten, was Sie mit diesem Ereignis in Verbindung bringen könnten? Ja, aber. Bisher habe ich es nicht sonderlich ernst genommen. Vor einer Woche steckte ein Zettel hinter dem Scheibenwischer meines Autos. Aber den habe ich zerrissen und in den nächsten Papierkorb geworfen. Meist sind die Drohungen nicht so anonym wie diese hier. Normalerweise ruft jemand an, stellt sich vor und sagt, dass ich ein Miststück bin und mich verdammt gut vorsehen soll oder sowas in der Art. Aber es ist nicht so erschreckend, wenn man ein Gesicht zu dem kennt, der einen bedroht. Und dann kann man ja auch auf die Beschuldigungen antworten. Und erklären, dass es die Politiker sind, die entschieden haben, die Regelungen zum Krankengeld zu verschärfen. Es war doch nicht meine Idee, die jetzt dazu führt, dass Kranke in die Armut gedrängt werden. Ich kann Ihnen sagen, es gibt Tage, da frage ich mich, was ich da eigentlich mache. Aber ich muss den Anweisungen folgen. Es gibt angestellte Juristen, die uns helfen, Gerichtsentscheidungen umzusetzen, wenn die Versicherten Klage eingereicht haben. Erinnern Sie sich, was auf dem Zettel hinter der Windschutzscheibe stand? fragte Bark. Ja, da stand, Ich warne dich, du Bearbeiterhure, warne mit H. Also, falsch geschrieben. War der Zettel auch von Hand geschrieben? Nein, er war mit sehr großen Buchstaben auf einem Computer geschrieben. 24 Punkt, Schrift Kalibri. das weiß ich, weil ich die selbst benutze. Geschrieben war es auf ganz gewöhnlichem weißen, gelochten Papier. Aber den Zettel habe ich, wie gesagt, nicht mehr. Gab es abgesehen von diesen Zetteln noch mehr Drohungen? Eva runzelte die wohlgeformten Augenbrauen und dachte nach. Wieder wechselten ihre Augen die Farbe. Vor zwei Wochen. Das war auch ein Samstag und im Brunsparken war Tanz im Regenbogen, dem Lokal da. Das ist das reinste Fitnessprogramm. Ich hatte Durst und ging in die Cafeteria, um mir eine Limo zu kaufen. Kurz danach wurde ich unerwartet aufgefordert und habe das Glas und die Dose auf dem Tisch stehen lassen. Als ich zurückkam, hatte jemand eine Glasscherbe hineingelegt. Ich nahm einen Schluck und hatte etwas Hartes, Scharfkantiges im Mund. Zum Glück habe ich es nicht verschluckt. Ich habe alle gefragt, die dort waren, aber niemand hatte jemanden bemerkt, der sich meinem Glas genähert hätte. Ich hatte die Dose selbst geöffnet und die Limonade ins Glas gegossen. Eva erhob sich. Nun kann ich nicht länger bleiben. Ich muss mein Enkelkind aus der Kita abholen. Meine Tochter und ihre Familie sind kürzlich hierhergezogen. Dorga ist ein Jahr und vier Monate alt. Ich finde, es ist viel zu früh, sie in die Kita zu geben, aber meine Tochter sagt, sie könne es sich nicht leisten, länger zu Hause zu bleiben. Nur eine letzte Frage und eine Bitte noch, sagte Bark. Haben Sie Ihrem Chef von den Drohungen berichtet? Und ich hätte gern so schnell wie möglich eine Liste Ihrer Fälle, die mit denen Sie im Moment befasst sind, sowie die, an denen Sie im letzten halben Jahr gearbeitet haben. Wenn es eine oder mehrere Personen gibt, die Sie mehr als andere in Verdacht haben, dann möchte ich, dass Sie dies in der Liste markieren. Ja, ich habe schon darüber nachgegrübelt, wer von den Versicherten krank genug wäre, meine Katze zu verstümmeln. Da gibt es schon einige, die in Frage kämen. Äh, meinem Chef habe ich noch nichts gesagt. Er ist gerade auf einer Chorreise in Wien, aber ich habe es mit den anderen in meinem Team besprochen. Die meinten, ich sollte schleunigst zur Polizei gehen. Ich werde dafür sorgen, dass sie eine Liste bekommen, wenn ich geprüft habe, ob es erlaubt ist, diese Informationen rauszugeben. Eva schneuzte sich und knüllte das Papiertaschentuch zu einem harten Ball zusammen. Ich habe mich krank schreiben lassen. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht aufhören, an diese Sache zu denken. Christopher Bark reichte Eva seine Visitenkarte. Wenn Ihnen noch was einfällt, dann rufen Sie mich an. Und sorgen Sie, wenn möglich, dafür, dass Sie nicht allein sind. Wie soll das gehen? Ich bin seit drei Jahren Witwe. Ich habe nur meine Tochter Lynn, und die möchte ich wirklich nicht beunruhigen. Sie hat ihre eigenen Sorgen. Ich... Ich habe ihr noch nichts von Tessern erzählt. Christopher brachte Eva Külitz hinaus und ging dann in das Zimmer der Polizeichefin Regina Zimmermann, mit der er das Vorgehen im Fall Eva Külitz erörterte. Dann stieg er die wackelige Treppe zum Turmzimmer hinauf. Dort lagen die Räume, die Bark und seinem Team aus intern versetzten Kollegen zugeteilt worden waren. Hier sollten sie, weit vom Zentrum des Geschehens entfernt, an alten, ungelösten Fällen arbeiten, Bark hatte protestiert, als er den Auftrag bekam, diese Gruppe zu leiten. Er hatte sogar angeboten, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten, wenn ihm die Personalproblematik und all der andere Ärger erspart blieben. Er war Polizist und wollte als Polizist arbeiten, nicht als Therapeut, hatte er zu Polizeichefin Regina Zimmermann gesagt, die auf dem Ohr jedoch taub gewesen war. Das Turmzimmer hatte große Fenster in drei Himmelsrichtungen, in denen anlässlich der Adventstage rote Schwibbögen aufgestellt worden waren. Angrenzend lag ein Flur mit einer Teeküche sowie eine Abseite, in der sich Ingrid Johansson verschanzt hatte, die sich weigerte, in Großraumbüros zu arbeiten. Ingrid war ein paar Jahre älter als er selbst, hatte also die Fünfzig bereits passiert. Sie war Zivilangestellte und hatte zuvor beim kriminalpolizeilichen Nachrichtendienst KND gearbeitet. Des Weiteren bestand die Gruppe aus Henrik Larsson, einem ausgezeichneten Ermittler, der aber im letzten Jahr wegen kranker Kinder zu 50 Prozent zu Hause geblieben war. Er hatte fünf Kinder, jeweils im Altersabstand von einem Jahr, und lebte in Todesangst, dass seine Ehefrau wieder schwanger werden könnte. Dann war da noch Alex, der kürzlich den Nachnamen seiner Mutter, Berger, angenommen hatte und frischgebackener Polizist war. Wie er den psychologischen Test geschafft hatte, war Bark ein Rätsel. Aufgrund seiner unterentwickelten Impulskontrolle und seines mangelnden Konzentrationsvermögens war er in schwierigen Situationen nicht zu gebrauchen. Und schließlich gehörte noch Sarah Bredow zur Gruppe, die allerdings seit langem krankgeschrieben war. Als Christopher sich an dem ovalen Tisch niederließ, um den sich die anderen bereits versammelt hatten, Saß Ingrid wie gewöhnlich da und las die Todesanzeigen an Erikes Alejandra. Sie pflegte zu sagen, sie habe den Zenit des Lebensalters überschritten und müsse sich daran gewöhnen, dem Grab mit jedem Tag einen Schritt näher zu sein. Die Lesebrille war ihr auf die Nasenspitze gerutscht und das lange graue Haar hatte sich aus dem strengen Pferdeschwanz befreit, den sie zu Beginn des Arbeitstages noch getragen hatte. So, dann ist er also tot, sagte sie nachdenklich. Wer ist tot? fragte Alex und schwang den schwarzen Pony zurück, sodass man seine lebendigen braunen Augen sehen konnte. Er war groß, mager und ständig in Bewegung, wenn er nicht gerade auf Dingen herumtrommelte, summte oder pfiff oder auf einem Oberschenkel den Takt zur Musik schlug, den nur er hören konnte. Jetzt stand er auf und ging zum Fenster, das Richtung Bahnhof und Reisezentrum wies, und schaltete, sozusagen als Probe für den ersten Advent am kommenden Wochenende, den Schwibbogen ein. Eines der sieben Lämpchen leuchtete schwächer als die anderen. Alex schraubte die Birne halb heraus, sodass sie blinkte, während er darauf wartete, daß Ingrid ihnen berichtete, wer gestorben war. Als nichts in dieser Hinsicht geschah, entfernte er die Birne ganz und drückte seinen Kugelschreiber in das Loch, ein Funkenregen ließ ihn einen Schritt zurückweichen, dann erloschen auch die übrigen sechs Lämpchen in dem Lichterbogen sowie die Leuchtstoffröhren an der Decke. Bis auf den Schein der Straßenlaternen von draußen war es nun dunkel. Verdammt normal! Henrik runzelte die buschigen Augenbrauen, fuhr sich mit den Fingern durchs braun melierte, zu lange nicht mehr geschnittene Haar und machte dann eine ärgerliche Geste südländischer Manier über Alex und seine Grobmotorik. Nimm die Finger von dem Leuchter, zieh den Stecker raus und setz dich hin. Der wird vor dem ersten Advent nicht angemacht. Musst du do doch stecken, ob der Funst. Um zu wissen, wie die Dinge funktionieren, muss man sie untersuchen, auch wenn das manchmal mit sich bringt, dass sie kaputt gehen. Sonst lernt man nämlich gar nichts, antwortete Alex mit einer Miene, als würde er jetzt Lob für seinen Einsatz erwarten. Da hatte Henrik, der übernächtigte Vater einer reichen Kinderschar, die Schnauze voll. Dass du immer alles um dich herum kaputt machen musst. Was ist denn eigentlich los mit dir? Haben sie dich immer wieder auf den Fußboden fallen lassen, als du klein warst? Pfoten weg, setz dich hin, sei still. Ich glaube, eine Sicherung ist raus, sagte Ingrid und stand auf, um mit der Taschenlampe in der Hand nachzusehen. Hast du vielleicht ein Gewicht gekriegt? fragte Henrik, der sich nun doch Sorgen machte, dass Alex zu Schaden gekommen sein könnte. Wenn man einen Stromschlag bekommen hat, dann muss man sofort ins Krankenhaus. Da können sich mini kleine Pfropfen lösen, die ins Gehirn, in, ins Herz oder in die Nieren gehen. Ist dir klar, dass du gerade mit dem Tod gespielt hast? Hendriks Frau war Ärztin. Er selbst war ständig damit beschäftigt, an Krankheiten zu denken, und zwar in der Regel an Ansteckende oder an solche, die zum Tode führten. Oft rief er die Servicenummer des Gesundheitsamtes an, oder suchte seine Wahrheiten aus den weniger vertrauenswürdigen Seiten im Netz zusammen. Seine Frau hatte er angeblich kennengelernt, als er früher fünf- oder sechsmal pro Monat in dem Ärztehaus aufgeschlagen war, in dem sie arbeitete, um sich dort beruhigende Antworten zu holen. Ich glaube, ich habe gerade mein Gehör auf dem einen Ohr verloren, sagte Alex, als das Licht wieder anging, mit einem vielsagenden Blick auf Henrik. Und wandte sich dann Ingrid zu, die wieder ins Zimmer zurückkam, nachdem sie die Sicherung wieder reingedreht hatte. Wessen Todesanzeige hast du denn entdeckt? Bark antwortete an ihrer Statt. Aber das musst du doch wohl auch in den Nachrichten gehört haben. Es geht um den reichsten Mann von Örebro, nur Grubenjohannes oder auch Johannes genannt. Er war schon neunzig, also kein junger Mann mehr war Ingenieur und betrieb irgendwelche Gruben und beschäftigte sich mit Wasserkraft und weiß der Teufel, ob er nicht auch Schuhe hergestellt hat. Oder war das sein Vater? Ingrid schüttelte den Kopf über Christophers Ratespiele. Der Vater von Gruben Johannes, Ludwig, hat die Gruben betrieben und ein Vermögen mit seinen Erfindungen gemacht. Was Johannes genau getan hat, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, der hat das Geld verwaltet. Man sagt ja, dass die erste Generation ein Unternehmen gründet, die nächste ist verwaltet und die dritte dann das verprasst, was die Vorfahren angesammelt haben. Ingrid sah Bark auffordernd an. Wie sollen wir unsere Arbeit priorisieren? Hast du mit Regina Zimmermann darüber gesprochen? Christopher nickte. Wir haben noch vom letzten Fall einen Teil Papierkram übrig. Und dann haben wir eine Anzeige auf dem Tisch wegen Morddrohungen gegen eine Sachbearbeiterin der Krankenkasse. Zimmermann hat entschieden, dass wir uns darauf konzentrieren sollen. Bark erklärte in Kürze alles in Bezug auf die Anzeige von Eva Kühlitz. Wir müssen uns die Fälle anschauen, mit denen sie im Moment befasst ist, und ihren Chef, ihre Arbeitskollegen und einen Freund namens Lars verhören, der sie am Samstag vom Brunsparken nach Hause gefahren hat. Außerdem dürfen wir Kollegen vom Streifendienst anfordern, um herumzufragen, ob im Brunsparken jemand etwas gesehen oder gehört hat, was mit der Morddrohung zu tun haben könnte. Das klingt, als hätte die Drohung etwas mit ihrer Arbeit zu tun, warf Henrik ein. Ja, das wird schnell zu einer Lebenskrise, wenn man aus der Krankenkasse geschmissen wird. Dann muss man nämlich erstmal alles von Wert verkaufen und kann erst danach zum Sozialamt gehen und um Hilfe bitten. Ich glaube nicht, dass die normalen Leute schon kapiert haben, dass es wirklich alle treffen kann. Auch Leute, die eine Bestätigung vom Arzt haben. Tja, weißt du, Bark, ich kann verstehen, dass die Sachbearbeiter Morddrohungen erhalten, obwohl sie ja nur die Sparbeschlüsse der Politiker ausführen müssen. Es kann auch jemand gewesen sein, der die Kasse betrogen hat. Oder ein kriminelles Netzwerk, das Eva Kühlitz aufgedeckt hat, meinte Alex. Jedes Jahr gehen zwanzig Milliarden durch Versicherungsbetrug verloren, habe ich gelesen. Kriminelle Netzwerke ziehen das Geld aus dem Wohlfahrtssystem. Wenn man als Lohn zehn Prozent vom Gewinn bekäme, <laughs> würde ich da sehr gerne als Ermittler Dienst tun. ja. ja. Wenn sich sogar der irakische Verteidigungsminister schwedische Sozialhilfe erschleichen kann, dann scheint das System wie ein Sieb zu funktionieren. Hier geht's immerhin um Geld, das die wirklich Kranken so verzweifelt benötigen. Als Christopher Bark nach der Besprechung aus dem Gerichtszentrum heraus war, fiel ihm ein, dass er etwas im Turmzimmer vergessen hatte. Er drehte sich um und stieg die wackelige Treppe noch einmal hoch. Es war jedes Mal ein kleines Abenteuer zu sehen, ob die Konstruktion einen Mann in der 100-Kilo-Klasse aushalten würde. Auf einem Regal neben seinem Schreibtisch stand ein Topf mit einer Weinpflanze, die er von seinem Vater bekommen hatte. Robert Bark hatte seinen Sohn angehalten, sie an einem Ort einzupflanzen, an dem er sich für länger niederlassen wolle. Die Traube hieß Blaue Bergslagen, was einen an die Uniformen der Polizisten in der Region denken ließ. Die blauen Trauben schmeckten bitter wie Wacholder und waren von einer Sorte, die raumklima, Klima, Kälte und Nährstoffmangel standhielt. Im Moment sah die Pflanze so aus, als würde sie sich in ihrem Topf sehr wohl fühlen. Christopher brach ein Ästchen ab und packte es erst in nasses Küchenpapier und dann in eine Plastiktüte, ehe er das Polizeirevier verließ. Er hatte etwas damit vor. Draußen war es eisig. Und der Atem wurde zu weißem Rauch. Schneekristalle fielen im Schein der Straßenlaternen, während die Baumkronen mit kleinen Lämpchen dekoriert waren, die einen künstlichen, kreideweißen Schein von sich gaben. Christopher ging zum Bus, der ihn nach Hause in die Drakenberriesgorthon in Tüble bringen würde. Er dachte an Mia Berger, die Therapeutin, zu der von Zimmermann gezwungen wurde zu gehen, damit er an seinem Zorn und seiner gestörten Impulskontrolle arbeiten konnte. Anfänglich war ihm das wie eine Strafe vorgekommen, doch es wurde noch schlimmer. Er hatte sich insgeheim rettungslos in seine Therapeutin verliebt. Und das peinigte ihn. Bei seinem letzten Therapiegespräch hatte er allen Mut zusammengenommen und gefragt, ob sie jetzt, da die Therapie beendet sei, mit ihm zu Abend essen wolle, und zu seiner unerhörten Freude und Erleichterung hatte sie zugesagt. Christopher war nicht der Mann großer Liebeserklärungen. Seine Talente lagen woanders, das war ihm bewusst. Sein Plan war, ihr den Ableger der Weinranke zu schenken. Im besten Fall würde sie verstehen, dass dies eine ausgestreckte Hand war, auch wenn die Dinge im Moment, gelinde gesagt, kompliziert waren.